Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kevin Alleine Marketing, dem Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Heute ist Muttertag. Aber woher kommt er eigentlich? Viele wissen gar nicht, woher der Muttertag eigentlich kommt und was hat das Ganze eigentlich mit Marketing zu tun. Zur Geschichte. Der Muttertag kommt ursprünglich aus den USA und wurde dort zum ersten Mal im Jahr 1907 gefeiert. Ab 1914 wurde er dann sogar in den USA zum Feiertag ernannt. In Deutschland hat er, um jetzt mal den Sprung ins Marketing zu schaffen, seinen Ursprung im Blumengewerbe. Anfang der 1920er Jahre wurde der Muttertag erstmals vom Verband deutscher Blumengeschäftsinhaber mit Plakaten, auf denen "Ehret die Mutter" stand, in Schaufenstern beworben. Im Nationalsozialismus hatte der Tag eine ganz andere Bedeutung, auf die will ich aber jetzt wirklich nicht eingehen. Wichtig ist, dass man seiner Mutter nicht nur an diesem, sondern eigentlich an jedem Tag danken sollte, oder? Ich will diesen Tag zum Anlass nehmen, um dir ein Zwischenfazit zu meinem Podcast zu geben. Ich mache das nun seit knapp über einem halben Jahr und habe nun jedes Wochenende eine Folge veröffentlicht. Ich wurde immer mal wieder gefragt, wo ich die Themen hernehme und woher die Erklärungen kommen. Ich habe es, glaube ich, in meiner ersten Podcast-Folge erwähnt, aber ich mache das gerne hier jetzt auch nochmal. Ich nehme neben meinem Beruf am Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz teil und studiere hier im Fernunterricht den Master of Business Administration mit dem Schwerpunkt Marketing Management. Die Marketingbegriffe und die Erklärungen hierfür habe ich zumeist aus den Lehrbriefen, die ich für das Studium lesen muss. Natürlich reichere ich die Erklärungen noch an, gebe manchmal einen noch tieferen Einblick, recherchiere noch im Internet oder in verschiedenen Fachbüchern, aber die Lehrbriefe geben einen wirklich guten Grundstock zu jedem Marketingbegriff. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Professoren und Professorinnen der Hochschule Koblenz. Ich bin nun bald im 5. Semester und schreibe entsprechend bald meine Masterthesis. Corona-bedingt fallen die meisten Klausuren aus und werden durch Hausarbeiten ersetzt. Daher nehme ich dich in den nächsten Folgen mit und erkläre dir meine Hausarbeitsthemen. In den nächsten Folgen wirst du also mehr über Neuromarketing, Verkaufsförderung, Kundenzufriedenheitsanalyse und Markenführung erfahren. Lass mir gern ein Like oder ein Kommentar da. Vielleicht hast du auch einen Marketingbegriff, was du erklärt haben möchtest. Schick mir gern deinen Begriff unter kevinalleinemarketing@outlook.de. Ich freue mich auf deine Nachricht und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann!